Ja, meine Lieben. Bros. Und Brosins. Und willkommen zum weiteren Part von Twilight Princess. Ja, hier sind wir letztendlich stehen geblieben. In den, oh mein Gott, voll den rutschigen Raum. Und das war ein Fenster da oben. Ja, genau. Da war ein Fenster gewesen, genau. Hätte ja sein können, dass eine Truhe wäre. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber nee. Warum nicht? Gehen wir mal hier weiter. Und ja. Ich hoffe mal, dass wir es vielleicht schaffen, sogar in diesem Part Dingensen. Gandalf. Ja, den Boss-Key, den Boss-Key zu bekommen, weißt du? Was so? Ich war hier schon mal in dem Raum. Also du warst noch nicht in dem Raum, aber ich war hier schon mal gewesen. Ah, warte mal. Oh mein Gott, hier ist das volles Riesen. Rätsel jetzt, muss ich jetzt hier lösen. Diesen Schalter. Okay. Ich habe eine Idee. Ich muss noch überlegen. Wir müssen diesen Schalter hier bestätigen, weißt du? Okay. Wir machen also das ist so ein Kistenrätsel. Ja, yeah, genau. Ich würde die erst nach da schieben. Die hier. Ja. Nein. Na, was meinst du? Diese? Nein. Ja. Die? Links. Die links? Mhm. Nach vorne. Okay. Nach vorne? Mhm. Musst du dann in dieser Richtung oder nein, diese? Ja. Dahin? Mhm, okay. Und da hinten. Ah, genau, jetzt die. I see, ja. Sehr stark, Christo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Gut, also. Ah, nee, da fehlt noch eine. Ja, ist ja nicht schlimm, hier ist ja noch eine. Den können wir dann hier hin. Ich weiß noch nicht, ob das ausreicht. Aber ja, eine fehlt. So. Mist. Okay, Ah, scheiße. Ja, okay. Dann. Ja, ist ja nicht schlimm. Warte mal. Ich werde schon eine Lösung finden. Selber nochmal kurz orientieren. Ah. Rätsel gelöst. Ich weiß wieder, wie wir das machen. Folgendes. So. Ich muss mal gucken. Achso, die müssen. Okay. So. Alle hintereinander. Toll, das hat ja voll viel gebracht. Wie. So. So, ich wollte nicht den, ich wollte den da hinten. Sorry, mein lieben Bros, wo sie ist, ich wollte den da hinten. Ich habe mich gerade so voll gewundert. Hä, warum ist da der da hinten? So. Rätsel gelöst. Ich muss gleich sehen. Und so. Ja. Und vielleicht kannst du es ja schon erahnen. So. So, und jetzt einfach den hierchen verschieben und dann haben wir es geschafft. So. Nummer 6. Gut. Aber du hast den ersten Denkstoß gegeben. Also nicht schlecht. So, welche Tür ist aufgegangen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Toll. Die da oben oder wie? Ich hab's. Ich glaube unten. Unten? Ne, unten kann es nicht sein, weil da geht es wieder zurück zu dem Yeti. Dann muss das hier oben dann gewesen sein. Ah, ich glaube, das ist auch diese Tür hier, ne? Ja, wir können ja hier sowieso immer zurück. Ist das diese Tür gewesen? Ja, ich glaube, das war diese Tür hier. Lass mal kurz gucken, ne? Was hast du nochmal zum Geburtstag bekommen? Zum Geburtstag? Nun, ganz viele Rubine und so. Warte, sind wir hier richtig? Ich habe das Gefühl, wir sind hier voll falsch. Also Geld. Ja, Geld in dem Sinne. Also Rubine, ne? Sowas halt. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Jetzt so Corona-Zeiten und so, weißt du. Aber, ja. Ja, stimmt. Was war hier jetzt mit Corona? Ah, hier oben war die Tür übrigens. Ja, genau. Hier ist, wo du sagst. Ja. Ist halt auch... Kann ich nicht? Da hinten muss ich. So. Wir haben die Tür geöffnet. Ich dachte, das wäre unten, die untere Etage. Aber nee, 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 das war schon hier gewesen. Da komme ich nicht hin, wie gemein. Ist nicht so schlimm. Ich kann schon eine Lösung finden, da hinzukommen. Okay. So. Okay, oh, wir sind draußen. Oh mein Gott. Oh. Boah, Alter. Gut, dass ich abgeblockt habe. Mit dem gerade. Nein, nicht getroffen. Oh, wie gemein. Okay. Ein bisschen schlecht gezielt. Achso, oh, das ist nicht da durchgegangen, das ist mich verarschen. Okay, dann komm. So. Du musst runter. Genau. So, genau. Okay.
Mal habe ich nicht hier unten. Achso, nein, das ist. Also wir haben jetzt das da fehlt zwei Drittel geschafft von. Ja, quasi zwei Drittel schon, ja. Okay. So, hier kann man. Ich gehe noch ein bisschen vorsichtig. So. Wir können jetzt nämlich hier die Wand hier hochklettern. Magst du mehr Eis oder Wüste? Nur. Nur ist beides so gleich. Goddammit, ich wollte beide auf einen. Na, du blöde! Ja, kommt drauf an halt. ich mag ja eher so in weltlichen Regionen, weißt du? Da, wo schön Wald ist und so. Weil grün ist halt meine Lieblingsfarbe. Und war so froh, rauszufinden, dass das Heldengewand auch in grün ist. Fand ich voll geil. Richtig cooler Zufall. Ja, okay. Hier kann ich hier durch. Mit dem Aha, hier kann man durch. Okay. Gut, dann kann ich... Komm hier. Ja, komm. Nein. Ein bisschen Kirchen. So. Okay. So. Wenn ich wieder zurück. Voll fies. Aber ist nicht so schlimm. So, ich glaube, von hier aus kommen wir auch zu der anderen. So. Alter, richtig krass. So. Moment, ich bin ein bisschen verwirrt. Was jetzt insgesamt befinden. Warte, nein. Hier ist ein bisschen zu rutschig. Hier hinten müssen wir jetzt hin. Auf der anderen Seite ist nämlich eine Truhe. So. Okay, jetzt müssen wir hier. Das ist knapp. Okay, gut. So, dann von hier aus hierchen. So. Hier ist eine kleine Truhe. Bitte sag mir nicht, das sind Ruinen. Oh, ein Schlüssel. Geil. Nice, okay. Sehr nützlich. Ja, da sind wir gleich fertig. Ja. Okay. Gut. Schade ist natürlich nicht, dass es nicht der Boss-Schlüssel ist, aber ein normaler Schlüssel ist durchaus hilfreich. So. Jetzt, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo es weitergeht. Lass mich mal kurz gucken auf die Karte. So. Dann die obere Etage hier unten gehen. Da ist, siehst du, da ist ein Raum, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, das ist auch da, wo wir den Schlüssel dann letztendlich brauchen. Okay. Gut, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Gut. Mensch, das Haus ist wortwörtlich so eine, ja, so eine Mansion, wie man es im Englischen sagt, weißt du? Und deswegen kann man sich relativ auch, ja, ein bisschen ungewöhnlich finden, Dungeon in meinen Augen. Aber andererseits finde ich es auch ziemlich cool, weißt du? So ein Riesenhaus-Dungeon. Ja, und das ist jetzt hier auch alles so schön so in, ja, in so, in so einer Eisregion ist, weißt du, hat so, so ein bisschen so, ja, also in eurer Welt, ne, ist das so im Sinne von so einem russischen Vibe, weißt du? Es geht, ist ja auch ziemlich cool. Nein, lass die leben. Also Versuch. Mir ist jetzt ja sowieso egal, wir müssen ja hier hin. Da, genau. So. Genau. Hier waren wir nämlich noch nicht. So. Oh shit, hier sind aber viele. Also voll viele von diesen Zyklus. Oh nein! Oh, ouch. Okay. Alter, der reicht von. Die Reichweite von ihm ist ja auch echt weit. Okay. Wie kann ich ihn anlocken ohne. Okay. Also mach ruhig von der Seite, von der Seite. Ich mach. Zack, und nochmal den. Und nochmal den. Nein. Okay. So. Puh. Sehr gut. Okay. Und jetzt. Sind das die beiden? Warte mal. Ich gucke mal, ob das genau die sind. Ah, ja, tatsächlich. Siehst du? Jetzt haben wir diese beiden Kisten zur Seite. Und jetzt können wir mit der Kanone von dort aus, hoffentlich reicht die Reichweite aus, bis hierchen transportieren, hinschießen. Dann darüber und dann tragen. Ja, genau. Was weiter, weiß ich, muss ich selber nochmal schauen, aber das werden wir gleich sehen. So. Gut, dass wir auch die Kugel schon mal genommen haben. Wir haben schön vorbereitet. Schön die Arbeit vorbereitet für uns. So. Jetzt. Ach so, deswegen hast du wieder hingetragen. Ja, genau. Schlau. So. Jetzt müssen wir nur noch. Ja. Hierchen, dahin und da rein. Auf geht's. Ich glaube, einen Speedrun wirst du auch.
Speedrun, dann müsste ich mich richtig beeilen für die und müsste ich. Also ich weiß, dass Relink wahrscheinlich eher besser dran ist als ich. Weil für mich ist es ja so eine Art Simulation und nicht so. Keine Ahnung. Ja. Okay. So, dann tue ich das mal hier rein. Ich gucke, ob eine Kugel ausreicht. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen, aber eine sollte erstmal ausreichen fürs Erste, ne? Und wenn wir brauchen. Hier schon eine Kugel, dass wir mal kurz den hier kaputt machen. So, Abkürzung freigeschaltet, voll geil. Hier ist mal, gib die Kugel her. Also, ich habe das schon mal erwähnt, ne, aber für alle, die sich wundern, warum es mir nicht so kalt ist, hier in dieser eisigen Region. Ne, ich habe ja halt den grüne Kleidung an, ne, also das grüne Gewand. Das Praktische an diesem grünen Gewand ist halt, dass, ja, dass das wetterstandsmäßig ist, weißt du, also. Hält für alle Regionen aus, egal ob es heiß oder kalt ist, ist ziemlich cool. Ich überlege gerade jetzt, in welche Richtung wir schießen. Was wäre, wenn du den blauen Anzug anziehen würdest? Du meinst die Zora? Ja, Zora. Ja, Zora ist, hätte ich zwar nichts dagegen. Oh mein Gott, warte, ich könnte da vielleicht runterfallen. Ich, von hier. Ich, ist halt nützlich, wenn ich natürlich unter Wasser was tauchen muss oder so. Ich habe da nichts dagegen. Hat das aber so Nachteil, an sich. Hat das einen Nachteil, der Anzug? So, also eigentlich nicht. So ein Zora nicht. Also du bist ein bisschen, wenn es so um Feuer geht und so, kriegst du natürlich ein bisschen mehr Schaden. Aber sonst, okay, ich werde jetzt versuchen, diesen Typen da abzukriegen. Ich glaube, dass der Typ. Ach, von der Leiter. Genau, da war ja so eine Leiter gewesen, dann können wir ja dann da durch. Weißt du? Guck mal, sogar mit Katzen, was geht? Stimmt. Voll cool gemacht. Nee, das ist eine Tür. Oder doch? Ich glaube, jetzt können wir. Warte mal. Guck mal, eine hat ausgereicht, ne? Ich dachte, dann bräuchten noch eine hier, aber nicht. Vielleicht, wenn man die erste dann. So. Neben schließt. Okay, also. Ne? So, wie das ist Notlösung. Achso, ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man einmal irgendwo anders hinschießt. So. Jetzt können wir irgendwie mal die Leiter hier da durch. Weil dieser Zyklus oder wie auch immer der heißt, ne? Ja, der. Hat halt nur Probleme bereitet. Und jetzt. Oh mein Gott, nein! Goddammit, Alter. Mann, aus dem Weg. Okay, der ist down. Der ist down. Okay, gut. Gehen wir mal hier durch. So. Nice auch, wo die Markierung ist. Und irgendwie mal sind wir auch bald. Oh mein Gott, ich dachte, wir sind im Ziel, weißt du? Und dann sind wir natürlich abgesperrt. Da hinten. Okay. Ob nicht, wird das diesmal jetzt auch der richtige Schlüssel sein und nicht irgendwie, keine Ahnung, Kürbis, Ziegenkäse oder was weiß ich. Was zum? Wir sind in so einer. Alter, wir sind so in so einer Church. Also, obwohl Kirche. Doch eine Zutat kommt, vielleicht. Aus dem Weg. Oder? Alter. Na, oh ja, kommt ja eine von links, habe ich nicht gesehen. Ist da noch eine Zutat drin? Weißt du es noch? Ich meine, das wäre alles gewesen von Zutaten. So, waren das alle gewesen? Kommen irgendwie so wenig vor. Alter, man kann das ja alles voll kaputt machen. Voll krass. Aber das ist mal, der Yeti wird vielleicht wütend sein, wie es. Also, ouch! Alter, einfach mal auf von nichts gekommen, weißt du, einfach mal aus dem Nichts. Achso. Nice, blauer Ruby. Mann, tschüss! Oh toll, der wird noch von allen Seiten geballert. Alter, wie viele! Mann, tschüss ihr beiden. Okay, so, die beiden habe ich schon mal. Autsch, oh mein Gott, Alter. Mann. Okay, weißt du was? Komm her. Zack, so. Okay, na. Ja, toll, hat voll was gemacht. Okay, und tschüss. Zack, und fahrt's. Alter, nicht zu fassen, ey. Von allen Seiten geballert, hast du gesehen? Eine kommt sogar auch von der Decke aus dem Nichts. Habt ihr ja selber gesehen, meine lieben Bronzemusen? Sind unfassbar, ey. Ja, aber wir haben es hinbekommen, ein bisschen Schaden bekommen, aber wir haben genug Sachen zum Heilen. So, lass mal gucken, was hier drin ist. Hoffentlich jetzt nicht irgendeine Zutat oder so. Ah, nice, das Schlafzimmer-Schlüssel. Also den Schlüssel, glaube ich, den wir gesucht haben. Okay, nun kannst du ins Schlafzimmer, wo die sich die Spiegelscherbe. Ja, yeah, nice. Endlich. Jetzt kommt der Boss. Ja, genau. Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert.
Aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Denke ich auch. Okay, dann. Und das sagt Link gar nichts, ne? Ja, also, du meinst, Really Link. Ja, also, mein Opa hieß Link übrigens. Also, Hero of Time. Der hieß Link. Oh, guck mal, die ist schon hier, alles klar. Ja, aber ist nicht so schlimm. Viele Leute verwechseln mich mit Link, obwohl ich eigentlich Sascha bin, aber egal. Ist vollkommen okay. Okay, wie gut, dass es dir nicht passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bringe dich hin. Nice, voll nett. Alter, was zum? Guck mal, wie sie läuft. Mach sie mit dem Morgenstern. Ja, einmal, genau. Nein. Probier. Ich bin nicht so gemein. Das wird eh nicht funktionieren. Ich bin da nicht so gemein, ich tue das nicht. Lass mich noch mal kurz gucken auf der Karte, dass wir nichts verpasst haben. Das wird doch eh nicht funktionieren. Ah, oh, da war eine Truhe, haben wir verpasst. War wahrscheinlich Rubin. Ja, wahrscheinlich. Wenn nicht, dann Herzteil. Ja, selbst wenn ein Herzteil, das ist nicht so schlimm. Da, weißt du, wie wir das dann machen? Macht er nach dem Dungeon, ne? Also erinnert mich mal natürlich meine lieben Bros und Musins, aber ich versuche natürlich selber dran zu denken. Will ich nach dem Dungeon nochmal reingehen und dann halt die restlichen Truhen dann halt holen. Weißt du? Weil, ne? Sonst bis wir dort ankommen, bis wir das haben, dann ist der Part schon längst vorbei. Das ist ja auch voll langsam. Alter, wie langsam ist sie denn? Ich gehe schon mal vor, das ist mir zu langsam. So, kann ich eigentlich die Tür schon direkt öffnen? So. Ich habe schon mal geöffnet, ne? Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat, aber okay. Ah, oh, wow. Das ging schnell. Die Sonic. Nicht zu fassen. Ja, genau. Mensch, ey. Wenn die Tür geöffnet wird, ist sie ganz schnell da. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Ja, ich wollte eigentlich die Truhe holen, aber meinetwegen. Wir wollen ja nicht unhöflich sein, na, meinetwegen. Gehen wir mal rein, ne? So. Oh Mann, der Part ist schon lange, ne? Ja, das ist ja nicht schlimm. Im Notfall machen wir Überlänge, mein Lieben, brauchst du Musins, ne? Wenn es ein bisschen länger dauert als gedacht. Aber 24 Stunden Stream. Nein, nicht 24 Stunden, das ist zu lange. Wir sind ja schon bei 5. Dann wären wir schon zigtausend Mal mit dem Dungeon. Wir sind ja schon bei 5 Stunden. Genau. Oder? Dieser Spiegel, sag nur, ist er nicht herrlich? Ja, richtig cool. Siehst du mich im Hintergrund? Und nicke auch, voll cool. Ja, wunderschön. Ich würde mich nicht unbedingt nähern, weil du weißt ja nicht, was für ein Spiegel das ist, aber okay. Oh nein, die wird... Was zum wunderschön. Herrlich, dieser Spiegel. Oh mein Gott, was ist los? Was ist mit dir los? Hallo? Oh shit, holy. Okay, dieser Spiegel bekommst du nicht! Alter, voll die Albtraumfigur. Hat sich voll verwandelt, hast du gesehen? Holy shit. Okay. Damn. Das erinnert mich ein bisschen an Chihiros Reise ins Wunderland. Kennst du diesen einen mit der Maske? Ah. Ich bin mir sicher, wo den kennt das vielleicht, aber ich kenne das nicht mehr. Aber cool, dass du dich daran erinnerst an das. Oh mein Gott, Alter, was ist das denn jetzt hier? Riesen Eisfloss Matronia. Ist denn eine Anlehnung auf Matroschka? Keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich. Alter. Ach so, wenn du die haust, dann wird die kleiner. Ja, oh mein Gott, und ich muss bis die. Bisschen Baby wird. Ich will, dass es nicht. Aber zu das mir ist ein cooler Boss, finde ja. Ich. Ja, ich will nicht, dass sie zu mir kommen, weil sonst werde ich eingefroren. Ich habe nicht so viel. Aber der Boss macht Spaß. Oh, ja, wir haben ihn schon besiegt, wie er scheint. Nein. Achso? Oh mein Gott, jetzt fliegt sie herum. Ich hab da. Achso? Was ist jetzt los? Okay. Was geht vor sich? Oh shit, okay. Oh mein Gott. Okay. Was ist los? Oh mein Gott. Ich glaube, die fallen. Oh mein Gott, die fallen runter! Achtung! Oh mein Gott. Okay. Aha, okay. Na? Kann man nicht kaputt machen, verfies. Oh! Okay. Nein! Oh, toll! Ein Ausgang, ne? Ja, habe ich nicht gesehen, rechtzeitig. Oh.
muss ich demnächst dran denken. Mensch. Okay. Du hast nicht mehr viel Leben. Ich krieg das schon. So. Ein bisschen kaputt machen, damit ich ein bisschen mehr Platz bekomme. So. Ist das die Frau von dem? Ja, das ist die Frau, genau. So, das hier hat man jetzt voll nicht gesehen. Tut mir leid, mein lieben Boss Moses, könnt ihr die Kamera verdanken. Aber wir haben einmal getroffen. Okay, nur ein Schaden anscheinend. Oder? Okay. Oh mein Gott, zweite Runde oder wie? Na gut, wenn es halt immer dasselbe ist. Ne, so langsam. Also, ich habe schon so viele Gegner gegen die gekämpft. Und so viele Gegner. Dass ich schon weiß, was auf mich zukommt. Deswegen ist das jetzt. Wie oft hast du die schon besiegt? So. Ah, wie oft? Also auf jeden Fall einmal. Also in meinem Abenteuer. Mhm. Hier jetzt zum zweiten Mal in der Simulation. Also, jedenfalls habe ich das jetzt vor, ne? Nicht, dass sie jetzt irgendwie. Ja. Ach so, du spielst das nochmal, was du erlebt hast. Genau, das ist so gesehen wie eine Simulation. Ah. Und nein! Zack! So, voll in die Wand. Puh, Mensch. Das war knapp, ey. Hätte die mich getroffen mit ihren Eiszapfen oder so, wäre ich tot auf jeden Fall. Also ich. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich noch eine Fee gehabt, aber trotzdem. Oh, haben wir es geschafft. Nahe Sachsen. Ey, irgendwie mal den Spiegel. Let's go. Ey, mal die Spiegel. Du hast ein Teil schon, ne? Genau. Das heißt noch. Zwei, ja, noch zwei, drei fehlen noch und dann haben wir acht. Ne? Also Midna kennt sich da besser aus. Ich glaube, die wird es glaube ich auch gleich erwähnen. Da kannst du ja jetzt hier sprechen. Also wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Ja, genau. Es sind ja nur noch zwei. Yep. Hast du das gerade gesagt? Ja, ich habe das gerade gesagt. Ja, aber ich wusste nicht, wolltest du sagen. Achso. Trotzdem okay. Tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Ja, hast du nicht gesehen, Midna? Die hat uns angegriffen mit den Eiszapfen und weiß bei sich, hast du nicht gesehen? Das war ja, aber voll das, gemein. Die konnte ja nichts für. Ja, naja, trotzdem, ne? Die musste. Ne, ich meine, ja, die hat mich angegriffen. Tut dass mir der leid, Schattenspiegel ne? Die Kraft egal. Hat, jemand so zu verändern. Ja, voll krass, ne? Kann nicht sein. Unfassbar, ey, unfassbar. Die ja. Götter können grausam sein. Ah. Bestimmt alle vom Kentdorf alle. Also gut, Sascha. Beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Yep. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Eieiei, ja. Sollten wir uns beeilen. Das ist nicht so schön, wenn man einfach mal normale Leute zerstört. Also dann, machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Habe ich jetzt vorgelesen. Ich glaub, das von Midna, oder? Von Midna, ja. Okay. Oh, ich kann erklären, ich habe nicht so... Autsch! Ja, hat er mich weggeschubst. Oh Gott. Was ist mit mir? Oh, Gott sei Dank, sie lebt. Ich dachte, die wäre tot. Das war was. Mach du keine Sorgen, du hast einfach nur einen bösen Traum! Alter, ey, sogar ich in diesem Sinne... Der Spiegel, den du mir gegeben hast. Mm-mm. Vergiss den Spiegel! Okay. Schau in meine Augen! Alter, voll die Riesenaugen. Ja. Sieh nur, in innen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Okay. Deshalb ja. Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. So voll romantisch. Okay. Ah, oh, ist ja voll süß. Okay, ist ja voll cool. Voll süß, mein lieben Bossmusins. Ah, schön mit Herzen, genau die brauche ich auch jetzt alle. Okay. Better Love Story than Twilight. Ne? Ja. Genau. Oh Gott. Ja. So, Alter, wir haben voll richtig viel und her damit. Ja, let's Container. Go! Herzcontainer. Boom, Container. Noch ein Herz. Richtig cool. So, Alter, guck mal, wie viele Herzen. Richtig cool. Okay, so. So, die beiden Turteltäubchen lasse ich dann dort. Also haben wir den Dungeon jetzt geschafft. Ja, oder? Wir haben den Spiegel bekommen, ich habe den Herzcontainer bekommen. Und ja, der Part ist auch schon fast in der Überlänge, also haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ich gehe nur noch mal raus, ne?
Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Nun, außer zwei Truhen, die wahrscheinlich sowieso nur Geld bringen. Eigentlich nicht. Deswegen, yo. Es könnte ein Herzteil sein. Es könnte, aber das werden wir im nächsten Part sehen, mein Lieber aus Musins. Also mach dir da keine Sorgen. Also machst du so einen Zwischenschnitt kurz, oder? Das muss Ruhig wissen. Spiel okay. Speichern? Später. Mach ich nach der Aufnahme. Ich mach das nicht mitten in der Aufnahme. Warum? Nun, ich will ja. Das ist schön spannend halten, ne, okay. Für euch. So, das war auch der Part. Wir haben voll Überlänge gemacht. Ihr habt es ja gesehen, weshalb, ne? Wegen dem Boss und so. Wir haben zwei Spiegelscherben, ne? Seht ihr auch hier. Ein Herzcontainer. Genau, und richtig krass. Hier. So. Die Kürbissuppe. Und das war es auch gewesen. Dann, die Kürbissuppe kannst du ja später. Ja, genau. Ah ja, genau. Wir haben noch eine. Hier, Luxussuppe. Jo, krass. Cool. Die wird später wichtig sein, ja. Ne? Genau, boah, Alter, wir haben voll viele Bomben. Ich glaube, nee, im nächsten Part werden wir ein paar Bomben kaufen, ne? Gegebenenfalls Pfeile. Das kann und so. Das Falkenauge. Achso, ja, das habe ich von. Was ist von Talo oder Maro gewesen? Also auf jeden Fall von meinen Dorfskindern, ne? Die haben mir das dann gegeben. Da war so ein cooles Minigame gegeben, musste ich vom Weiten schießen, das war voll witzig, ja, und da haben wir das dann bekommen. Na gut, dann war es das jetzt auch. Meine lieben Browsmuseen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein bisschen Überlänge, schon fast eine halbe Stunde. Aber ihr wisst ja selbst, warum, weshalb, ne? Und ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, meine lieben Browsmuseen. Danke, dass ich hier sein durfte. Genau. Und danke, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und? War cool, ne? Mitzuerleben, wie das ist halt, ne? Ja, nun denn, vielen Dank, dass du da gewesen warst. Und ja, ich hoffe, dass es dir natürlich auch Spaß gemacht hat, ne? Auf jeden Fall. Ja. Nun denn, dann vielen Dank fürs Einschalten, meine lieben Browsmuseens. Haut rein, stay awesome und bis zum nächsten Part. Das war Willy Link. Willy Link. Ich wollte schon sagen, Willy Link. Sascha. Ich bin auch einer. Naja, zwinker, zwinker. Ciao. Ciao.